zum dritten Teil unserer Boxgrundlagen. Im ersten Teil hatten wir Beinarbeit, wirklich in Basic. Im zweiten Teil hatten wir die Führhand in Basic. Jetzt machen wir die Schlaghand in Basic. Ja, Schlaghand, wir haben gesagt, ja, wir haben einmal die Führhand und wir haben einmal die Schlaghand. Ja, Englisch wäre Punch und Power Punch. Ja, nochmal, ne? Führhand war's, Schlaghand war's, andere Seite, das war die Führhand und es war die Schlaghand. Wir kommen heute auf die Schlaghand. Schlaghand, auch hier dieselben Regeln wie bei der Führhand. Ja, das heißt, ich möchte von Punkt A zu Punkt B in einer geraden Linie, das heißt von meinem Kopf zum Beispiel Kopf des Gegners in einer geraden Linie, ohne dass mein Ellenbogen ausgestellt wird. Ja? Das heißt, von da nach dort. Ja? Von da nach dort. Wir stehen, wir arbeiten einmal nach vorne. Ja? Ganz wichtig, bevor wir jetzt die erste Übung machen, meine Hand, also meine Führhand, die vorne ist, wechselt mit der anderen Hand. Ja? Man sieht, ich gehe mit der Schlaghand nach vorne, und meine Führhand geht zurück zum Kinn. Ja, das heißt, ich schlage und meine Führhand geht zurück zum Kinn. Ja, boom, zurück zum Kinn. Ja. Um ein bisschen reinzukommen, machen wir das einmal, damit wir auch nochmal die Beinarbeit ein bisschen üben, im Boxervier-Eck. Ja. Wir gehen wieder von Punkt zu Punkt, das heißt von Ecke zu Ecke. In jeder Ecke wird einmal die Schlaghand geschlagen. Ja, ich sage den Richtungswechsel an, los geht's. Ja, eins, zwei, Schlaghand. 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 Ein bisschen lockerer werden in der Schlaghand. Ja, wirklich. Jetzt die Hand werfen. Ja, eins. Zwei, raus. Eins, 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 zwei und raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, schön raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, raus. Wir gehen einmal in die andere Richtung. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei, raus. Eins, zwei und raus. Eins, zwei, 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 raus. Zwei, raus. Eins, zwei und raus. Eins, zwei, 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 raus. Eins, zwei und raus. Eins, zwei, 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 raus. Eins, zwei und raus. Sehr schön. So, wir denken noch daran, ja, haben wir bei der Führhand auch, meine Schulter hebt sich, wenn ich den Schlag durchführe. Ja? Das heißt, wenn wir stehen, ich gehe nach vorne, hebt sich meine Schulter. Ja, in diesem Bereich. Was jetzt noch hinzukommt ist, ja, ich bringe meine Hüfte, ich schlage und bringe meine Hüfte nach vorne. Ja, das heißt, bringe da die Hüfte nach vorne. Dazu kann durch hinten der Fuß auf der Stelle gedreht werden. Ja, ich bringe ihn mal von hinten. Ja, wir haben diese Bewegung. Ja, diese Bewegung. Ja, stehen, diese Bewegung. Ja, einmal. Ja, diese Bewegung bringe ich nach vorne. Jetzt mit dem Schlag. Ja, das heißt, Schlag nach vorne. Wir stehen, Schlag nach vorne. Ja, Schlag nach vorne. Wir stehen,
Schlag nach vorne. In diesem Muster erarbeiten wir uns jetzt einmal diesen Schlag. Ja, das heißt, wir gehen in Sternform, gehen wir einmal drumherum. Achtet auf die Schulter, achtet darauf, die Hüfte nach vorne zu bringen. Ja? Wir fangen an. Ja? Schulter nach vorne bringen. Umgedreht. Hüfte, Schulter. Jawohl. Um. Hüfte, Schulter. Und um. Hüfte, Schulter. Sehr schön. Hüfte, Schulter. Stehen, Hüfte, die Schulter. Stehen, die Hüfte und die Schulter. Hüfte, Schulter. Hüfte und die Schulter. Denkt auch daran, wenn die Schlaghand rausgeht, geht die Führhand zurück. Ja? Schlaghand geht raus und die Führhand geht zurück. Ja? Stehen. Stehen. Und ich sage wieder gleich den Richtungswechsel an. Raus und zurück. Stehen. Raus. Zurück, raus und zurück. Sehr schön. Raus und zurück. Richtungswechsel. Bup, 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 bup. Raus und raus und raus und raus und raus. Und 30 Sekunden noch. So. Und raus. Sehr schön. 20. Letzten 10. Sehr schön. Einmal raus. So, die Übung, die wir schon hatten, ja, bei der Geschichte mit der Führhand, die würden wir jetzt jeweils in nur eine Minute mal kurz machen, damit ihr nochmal eine Erinnerung habt. Ihr könnt natürlich für euch das auch länger machen, ganz wie ihr möchtet. Ja, nochmal die Übung, dass wir den Ellenbogen nicht ausstellen. Das heißt, kein Schickweg machen. Ja? Ich stelle mich mit der Schulter und mit der Hand, die ich schlage, stelle ich mich wieder an die Wand. Ja, und bring die Schulter nach vorne. Denkt daran, zu wechseln. Schön raus. Schön raus. Schön rauswechseln. Schön rauswechseln. Schön raus. Ja, denkt dran, halber Schritt. Ja, also schulterbreit, halber Schritt stehen wir. Und wir bringen raus. Und wir bringen raus. Oh, oh, oh. Ja, schön durchhammern. Ja? Oh, 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 oh. Eine Minute ist rum, nochmal ausschütteln. Sehr gut. So, ihr könnt natürlich auch alles nochmal verdreht rum. Ihr wisst, das ist ganz gut, wenn ich nochmal ja, meine Auslage ändere und nochmal in meiner für mich falschen Auslage arbeite. Ja, ist für mich immer ganz gut, um einfach meine koordinativen Fähigkeiten auch in meiner Normalauslage besser zu machen. Ja, ist ein schönes Trainingstool, um einfach mich in meiner normalen Auslage besser zu machen. Ja? Wir kombinieren Führhand und Schlaghand. Ja? Wir gehen nochmal drauf zurück auf das Boxerviereck, einfach um es vernünftig zu üben. Ja? Werden wir in jeder Ecke einmal Führhand und Schlaghand schlagen. Achtet darauf, ne? Die Führhand, da geht die Schulter hoch. Und wenn ich die Schlaghand schlage, geht die Schulter hoch und meine Hüfte geht nach vorne. Ganz, ganz wichtig. Ja? Kein Schickenwink machen. Auch da arbeiten wir jetzt nochmal im Boxerviereck. Und los geht's. Fertig werden. Schulter breit, halber Schritt. Und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins,
zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, eins, zwei, eins, zwei. Denk dran, ich werde gleich wieder den Richtungswechsel angeben. Eins, zwei. Eins, zwei, 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 eins, zwei. Richtungswechsel. Eins, zwei, eins, zwei. 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 Zwei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. 20 Sekunden noch. Eins, zwei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Dash, eins, zwei, eins, zwei. 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 Sehr schön. Haben wir ein bisschen ausgestimmt. Ihr könnt natürlich für euch individuell die Längen der einzelnen Übungen durch verlängern, verkürzen, wie ihr es gerne hättet. Ihr könnt natürlich auch die Workouts bzw. die Lernprogramme jetzt der einzelnen Basic-Techniken könnt ihr aneinander schneiden, alle drei. Ja, könnt ihr alle drei hintereinander machen. Ja, dann habt ihr ungefähr eine Stunde durch die Tür, ohne Erklärung, wahrscheinlich 40 Minuten. Könnt ihr schön mitarbeiten. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja. Auf geht's. Los geht's geboxt. Ciao.